Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Dirk Nowitzki. Fakt Nummer 1. Dirk Nowitzki ist der erfolgreichste deutsche Basketballspieler aller Zeiten. Dies zeigt sich nicht nur in seinen individuellen Statistiken während seiner aktiven Karriere. Der ehemalige Forward, welcher 20 Jahre bei den Dallas Mavericks in der NBA spielte, konnte mit den Mavs unter anderem die NBA Championship gewinnen. Zudem wurde Nowitzki im Jahr 2007 zum wertvollsten Spieler der Regular Season in der NBA ausgezeichnet. Fakt Nummer 2. Im NBA Draft 1998 wurde Nowitzki an 9. Stelle von den Milwaukee Bucks ausgewählt. Diese einigten sich anschließend mit den Dallas Mavericks auf einen Tausch mit Robert Traylor, was den deutschen Spieler erst nach Texas brachte. Nowitzki war der erste deutsche Spieler, der direkt aus Europa in die NBA wechselte. Detlef Schrempf, der bereits in der NBA spielte, besuchte vor seinem Wechsel in die stärkste Liga der Welt, ein amerikanisches College. Fakt Nummer 4. Als Entdecker und Mentor von Dirk Nowitzki gilt Holger Geschwindner. Dieser überzeugte den späteren Superstar davon, sich vollständig auf Basketball zu konzentrieren. Bis zuletzt arbeiteten Holger Geschwindner und Nowitzki zudem eng zusammen. Fakt Nummer 5. Nowitzki spielte nur eine Saison in der Bundesliga für den DJK Würzburg. Im Aufstiegsjahr der Würzburger 1998-99 wurde der Forward direkt zum Basketballer des Jahres gewählt. Dirk erzielte in dieser Spielzeit im Durchschnitt 22,9 Punkte, verteilte 3,1 Assists und holte 8,4 Rebounds pro Partie. Fakt Nummer 6. Im Jahr 2011 gewann Nowitzki mit den Dallas Mavericks die NBA Championship. In den NBA Finals gegen die Miami Heat wurde Nowitzki zudem zum MVP, also zum wertvollsten Spieler, gewählt. Mit diesem Titelgewinn ist Nowitzki auch noch heute der erste und einzige deutsche Basketballer, welcher den Titel in der NBA gewinnen konnte. Fakt Nummer 7. Nowitzki konnte international mit der DBB-Auswahl einige Erfolge erzielen. So gewann die Nationalmannschaft mit dem Forward 2005 die Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Serbien und Montenegro. Im Jahr 2002 konnte sich Nowitzki zusammen mit seinen Mitspielern über Bronze bei der Weltmeisterschaft in den USA freuen. Fakt Nummer 8. Der 7. März 2017 wird immer mit Dirk Nowitzki verbunden bleiben. An diesem Abend durchbrach der Forward in der NBA die Marke von 30.000 erzielten Punkten. Fakt Nummer 9. Der 10. April 2019 bot zahlreiche Gänsehautmomente in Dallas, denn Nowitzki absolvierte sein letztes Heimspiel für die Mavericks. Zu diesem Anlass waren zahlreiche Wegbegleiter in die Halle gekommen. So waren unter anderem Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird, Sean Kemp und Detlef Schrempf vor Ort, welche Nowitzki als Vorbilder und Idole beschrieb. Fakt Nummer 10. Auch nach der aktiven Karriere wird Nowitzki in Dallas noch gefeiert. Im Oktober 2019 wurde eine Straße nach dem ehemaligen Spieler der Mavericks benannt. Der Nowitzki Way liegt übrigens in der Nähe von der Heimspielstätte der Dallas Mavericks. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ansonsten schreibt auch in die Kommentare, was ihr von Dirk Nowitzki haltet. Für mich auf jeden Fall einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Allein was er ja international einfach für uns gerissen hat, also auch in der NBA einfach, ist unfassbar. Schreibt's mir in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Wir sind alle so...